Karl Klein wurde 1901 in Bexbach im Saarland geboren. Mit 22 Jahren beging er erstmals einen Diebstahl und wurde dafür verurteilt. Ende der 1920er Jahre ließ er sich sein Erbe auszahlen und reiste nach Kanada. Nach ein paar Jahren, Anfang der 30er, kehrte er zurück in die Heimat und eröffnete eine Metzgerei. 1935 wurde das Saargebiet wieder dem Deutschen Reich eingegliedert. 1936 musste er sein Geschäft aufgeben, weil er zu krank wurde. Zur Wehrmacht musste er nicht, wegen einer früheren Beinverletzung. Kurz vor Kriegsbeginn eröffnete er eine Gaststätte. 1943 musste sie wieder geschlossen werden. Seitdem führte er illegale Schlachtungen durch, beteiligte sich an Schmuggelgeschäften durch die Ukraine und verhalf Insassen von Konzentrationslagern zu kleinen Lebensmittelpaketen, unter großer Gefahr für sich selbst. Am 21. März 1945 besetzten die US-Streitkräfte Bexbach. Klein hängte an seinen Gasthof sowohl die amerikanische wie auch die Sowjetflagge. Die Amerikaner stuften Klein als Antifaschisten ein und gingen davon aus, dass auch er gegen die Nazis arbeiten würde. Als ein Mitglied der NSDAP, Johann Kerner, zum provisorischen Bürgermeister ernannt wurde, protestierte Klein. Die Entscheidung wurde zurückgenommen und Klein selbst zum Bürgermeister ernannt. Am 20. April 1945 wurde Johann Kerner an einer Straßenecke zunächst in den Unterleib geschossen und durch einen zweiten Schuss in den Hals getötet. Unter der Besatzung wurde der Bürgermeister zum Tatort gerufen, der auch erste Zeugenbefragungen unternahm. Jedoch geriet er selbst unter Verdacht. Im Januar 1946 verlor er sein Bürgermeisteramt, wurde aber des Mordes freigesprochen. Die Franzosen übernahmen die Verwaltung des Saarlandes und Klein wurde zusammen mit einem Hausmeister, der in der Nähe des Tatortes wohnte, angeklagt. Der Hausmeister sagte später aus, er habe dem Opfer in den Unterleib geschossen, habe die Waffe dann fallen lassen und sei geflohen. Wegen versuchten Mordes wurde dieser zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Mehrere Verfahren gegen Karl Klein wurden geführt. Diese verurteilten ihn zwar zum Tode, doch die Strafe wurde später in lebenslange Strafe umgewandelt. Klein beschwor jedoch immer wieder seine Unschuld und gab an, zu Hause bei Frau und Tochter gewesen zu sein, als der Mord passierte. Aber zwecklos. Im Jahr 1969 arbeitete Klein als Küchenhilfe in seiner Haftanstalt. Aus Brotresten bastelte er heimlich eine Attrappe, die er über sich ziehen konnte. So kletterte er in ein Fass mit Brotresten und stülpte sich diese über. Er musste nur noch auf die Abholung warten. So entkam er aus der Haftanstalt. Doch anstatt unterzutauchen, betrat er wenige Tage später die Lokalredaktion der Bild-Zeitung in Frankfurt und bat um Hilfe. Er wollte ein Wiederaufnahmeverfahren erreichen, um seinen Namen reinzuwaschen. Die Bild berichtete aufwendig. Klein stellte sich und ließ sich fürs Erste wieder in Haft bringen. Erich Honecker, der Klein aus seiner Jugend noch persönlich kannte, bot ihm die Einreise in die DDR an. Klein lehnte jedoch ab. 1971 beschloss ein Gericht, dass Karl Kleins restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Ein Verfahren, um die Unschuld Kleins zu beweisen, scheiterte. Somit gilt Karl Klein juristisch gesehen weiterhin als verurteilter Mörder. Jedoch lebte Karl Klein nun in Freiheit. Er verstarb nach 19 Jahren in Freiheit im Alter von 92 Jahren in einem Seniorenheim in seinem Geburtsort Bexbach.